Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spätausgabe der K1-Nachrichten mit einer Zusammenfassung der wichtigen Meldungen. U-Boot rammt Fischdampfer. Vor der US-amerikanischen Inselgruppe Hawaii ist ein Atom-U-Boot der US-Marine mit einem japanischen Fischereischulschiff kollidiert. Der japanische Dampfer sank innerhalb von Minuten. 26 der 35 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. 12 von ihnen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach den übrigen 9, darunter 4 17-jährige Schüler, wird weiterhin gesucht. Warum das U-Boot mit dem Schiff zusammenstieß, ist bislang unklar. Brand in einem Jugendtreff. In Sachsen-Anhalt sind bei einem Feuer in einem Jugendtreffpunkt in der Nacht zu Samstag 3 junge Männer ums Leben gekommen. Brandursache ist vermutlich die unsachgemäße Befeuerung eines alten Ofens in dem ehemaligen Stallgebäude. Bei dem Haus handelt es sich um einen alten Stall, den der Besitzer den Jugendlichen zum Aufenthalt zur Verfügung gestellt hatte. Demonstration von Neonazis. Durch die westfälische Stadt Hagen sind etwa 300 Rechtsextremisten gezogen. Dabei wurden 11 Neonazis festgenommen, die verbotene Parolen skandierten. Gleichzeitig kamen rund 7500 Menschen zu einer Gegendemonstration zusammen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften angetreten. Überschwemmung in England. Die Bewohner der Region Kent und Sussex kämpfen noch immer gegen die Wassermassen. Für viele Bewohner ist es bereits das 5. Hochwasser innerhalb von 4 Monaten. Viele Menschen waren nach der letzten Überschwemmung noch nicht wieder in ihre Häuser zurückgekehrt. Großbrand vernichtet Wohnviertel. In der philippinischen Hauptstadt Manila hat ein Feuer eine 2 Hektar große Siedlung komplett zerstört. Über 1500 Häuser brannten nieder, mehr als 5000 Menschen wurden obdachlos. Rund 700 Feuerwehrmänner kämpften 5 Stunden gegen die Flammen, bis das Feuer gelöscht werden konnte. Mindestens 9 Menschen wurden verletzt. Vulkan spuckt Lava und Asche. Auf der indonesischen Insel Java ist erneut der Vulkan Merapi ausgebrochen. Bis in 5000 Meter Höhe steht schwarzer Rauch über dem Krater. Asche bedeckt die Region im Umkreis von 100 Kilometern. Mehr als 12.000 Menschen flüchteten aus dem Gebiet. Die Behörden riefen die höchste Alarmstufe aus. Und nun zum Wetter. Am Sonntag scheint nur im Süden stellenweise die Sonne. Sonst überwiegen Wolken, die im Norden häufig Regen zurücklassen. In Odernähe gibt es vorübergehend auch Schnee. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 13 Grad. In der neuen Woche bleibt es leicht wechselhaft und mild. Am Montag regnet es häufig bei 11 bis 16 Grad im Norden. Am Dienstag und Mittwoch gibt es bei 9 bis 13 Grad milder Luft nur vereinzelte Schauer. Das war die Spätausgabe der K1-Nachrichten. Ihnen eine gute Nacht. Schlafen Sie gut. Auf Wiedersehen.